Das Perpetuum Mobile ist patentiert. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner. Und in diesem Video erkläre ich genau, ob man ein Perpetuum Mobile patentieren kann. Was ist eigentlich ein Perpetuum Mobile? Ein Perpetuum Mobile ist beispielsweise eine Apparatur, eine Maschine, die sich bewegt, ohne dass man Energie zuführen muss, also zum Beispiel durch einen Motor. Geht das überhaupt? Die Lehrmeinung der Physik sagt nein. Schließlich gibt es das Energieerhaltungsprinzip. Also Energie kann bei der Überführung von einer Form, zum Beispiel Wärme, in eine andere Form, zum Beispiel Bewegung, nicht zunehmen. Genau genommen muss die Energie eigentlich fast immer abnehmen oder zumindest gleich bleiben, denn es gibt das Prinzip der Zunahme der Entropie eines Gesamtsystems. Die Entropie ist die Unordnung eines Gesamtsystems und die Entropie muss eigentlich immer gleich bleiben oder zunehmen und meistens halt zunehmen. Das ist eines der Ergebnisse des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Zumindest bei einem Perpetuum Mobile, das im Technischen Museum in Wien ausgestellt ist, von einem Erfinder David Daedalus Jones von einer fiktiven Firma Dreadco, ist bisher niemand genau dahinter gekommen, wie dieses Perpetuum Mobile funktioniert. Es ist im Prinzip ein großes Rad, das sich die ganze Zeit dreht, ohne dass sichtbar Energie zugeführt wird. Es steht auf einem Sockel mit Plexiglasfüßen und dazwischen ist halt keine Verbindung oder keine offensichtliche Verbindungsleitung. Es kann natürlich sein, dass es über Induktion übertragen wird, aber insgesamt sieht man da keinen offensichtlichen Energiezufuhr. Es ist allerdings auch kein komplett geschlossenes System. In der Decke des Plexiglas-Schaukastens sind oben Löcher in der Decke, sodass es eben auch kein geschlossenes System ist. Und nur dann kann man eigentlich testen, ob etwas wirklich ein Perpetuum Mobile ist, wenn es eben in einem geschlossenen System längere Zeit ohne weitere Energiezufuhr läuft. Jetzt zu meiner Eingangsfrage. Kann man so ein Perpetuum Mobile überhaupt patentieren? Aus meiner Sicht nein. Es gibt nämlich verschiedene Patentierungsvoraussetzungen und eine davon ist die Nacharbeitbarkeit. Das heißt, wenn jemand ein Patent in die Hände bekommt, ein Fachmann auf dem jeweiligen Gebiet, dann muss er diese Erfindung genauso nachbauen können, einfach nur mit den Informationen, die er in dieser Patentanmeldung, in diesem Patent findet. Und da eben die Energie in einem System nicht zunehmen kann und die Entropie eigentlich immer zunehmen muss in einem System, also die Überführung von einer Energieform in eine andere eigentlich nie ganz vollständig sein kann, ist es eigentlich nicht möglich, irgendein System zu erschaffen, dann eben auch nicht nachzuarbeiten, was sich ständig bewegt, ohne dass man Energie zuführen muss. Das sollten eigentlich auch die Prüfer an den Patentämtern erkennen und dürften eigentlich keine Patente auf ein Perpetuum Mobile erteilen. Es gibt aber dennoch immer wieder Patentprüfer, die trotzdem Patente erteilen. Ich habe mal in der Patentdatenbank Total Patents, das ist eine relativ komplexe Datenbank, habe ich einfach mal Perpetuum Mobile eingegeben und Volltext in vielen, vielen Ländern recherchiert und habe mal von der Relevanz her die wichtigsten 20 relevantesten Treffer in ein PDF zusammengefasst und unter diesem Video verlinkt. 1933 wurde zum Beispiel ein britisches Patent GB386291A mit folgendem Hauptanspruch erteilt: The Perpetuum Mobile with the power of compressed air or with the powers of water and air or of mixtures of water and air, the material parts of which may be constructed by using building materials of whichever suitable kind, characterized by this, that the device has faults where without any influx of additional compressed air at the same power air, circulates in a conductor with a sinking and a rising side in such a way that at a suitable point it can give moving effect to some receiving and transmitting device, which may be a screw, a turbine running wheel, or any other similar model of which there may be one or more. Und auch das niederländische Patentamt hat noch im Jahr 2013 ein Patent mit der Patentnummer
NL1038860C mit dem Titel Perpetuum mobile erteilt. Ob diese Patente tatsächlich durchsetzbar sind, mag ich zu bezweifeln. Insbesondere das britische Patent ist natürlich längst abgelaufen. Und die Patente müssen natürlich nacharbeitbar sein. Das heißt, sie können mit dem Argument angegriffen werden, dass sie eben nicht funktionieren. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, ob man ein Perpetuum mobile patentieren kann oder nicht. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir gerne einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.